Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ich habe mir mal wieder ein Replay geschnappt und werde das nun für euch kommentieren. Und zwar eingeschickt von Darryl81, zusammen mit seinem T34. Und natürlich kann man hier schon direkt festhalten, dass er da schon ganz gutes Glück hat, Los dass er hier geht's! diesen Panzer auf dieser Map spielen darf. Weil da ist schon einfach ganz klar zu sagen, dass der T34 mit seinem wirklich sehr, sehr starken Helm und der doch sehr weichen Frontpanzerung sehr schön Halldown gespielt werden kann. Und das geht hier natürlich sensationell gut. Deswegen lassen wir uns jetzt mal davon überraschen, wohin er jetzt fährt und was er genau vorhat. Auf jeden Fall sollte es sehr, sehr, sehr damage-lastig werden. Also ich freue mich persönlich sehr drauf. Wir machen die Minimap in gewohnter Manier größer. Und er fährt auf die wahrscheinlich bekannte Position hier vorne, wo er von da dann dementsprechend gut wirken können sollte. Gegnerteam ist auch sehr stark schwerlastig. Also von den Panzer sind sehr, sehr schwere Panzer dabei. Der Rheinmetall, der bewegt sich nicht so sehr und bekommt hier den ersten Hit und wird auch sofort angezündet. Natürlich, das ist doch der erste Hit, wenn der gleich so sitzt, dann ist doch das super. Gleich mal 500 Schaden gemacht. Da geht's gut los. Und das noch nicht mal an Position stehend. Natürlich ein Riesenvorteil, das kann man ganz klar sagen. Es ist keine Art im Spiel. Das spielt sich immer ein bisschen angenehmer als Verteidiger. Wir müssen hier raus! Jetzt ist er offen. Kommt hier auf den IS-3 drauf und trifft ihn auch noch. Nice! Und da war der FCM und noch der Tiger. Also Ziele wären potenziell da, sie müssten nur gespottet werden. Jetzt hat er hier den Abprall bekommen, aber da kommt genau das Thema. Schwerer Helm bzw. stark gepanzerter Helm. So, jetzt ist hier drüben ein Pershing aufgegangen. Und der Tiger ist wieder offen. Jetzt vielleicht konzentriert er sich jetzt auf den Tiger und auf die mehreren Panzer da drüben stehend. Der Tiger, da kommt er gut drauf, zeigt ihm auch noch das Ärschlein. Ja, kriegt den Hit drauf, kann sich jetzt wieder zurückziehen. Ist zwar offen, aber von dem her stört ihn das nicht weiter. So, der KV-4, der zeigt sogar seinen Weg. Oh, und der trifft den Helm perfekt. Sehr gut, sehr schön. Der KV-4 kommt hier weiter. Ah, schade. Diesmal hat er leicht daneben, Mühe nach rechts und er hätte auch den getroffen. 1600 Schaden hat er schon angerichtet. Und nochmal einen. Sehr nice. Er muss ein bisschen nach rechts aufpassen auf den Berg, dass er von da nicht großartig Feuer bekommt. Aber aktuell läuft es sehr, sehr gut. Der KV-4 zeigt ihn jetzt auch noch ideal die Seite. Ah, diesmal leider nicht durchschlagen. Aber man sieht einfach, das hier ist ein super Fleck für ihn. Weil die Gun Depression, die er hat, die kann er hier perfekt einsetzen. Muss ein bisschen natürlich da eben auf den Berg aufpassen. Der E-75 ist ein Panzer und der ordentlich Schaden macht, aber auch ein IS-3 ist nicht zu unterschätzen. Ob der Blindshot gesessen hat, ist schwierig zu sagen. Möglich wäre es durchaus, weil die IS-Spieler nicht so die allerbesten sind. Kann sein, dass sie da auf Ort und Stelle geblieben sind. Pass auf, hinter dir! So, auch der Jagdtiger verzweifelt an der Panzerung. Zieht er ein? Na, nicht einmal getroffen. Aktuell 3 zu 4 für den Gegner. Aber hier lässt er keinen hin.
So, jetzt kommt der IS und der ist auch ein bisschen betröppelt. Also da hat doch der ein oder andere mal wirklich sitzen können. Und VK. Aber Gott sei Dank nur der Achter und nicht der böse Neuner. Der Tiger 2 hinter ihm ist keine große Hilfe. Jetzt steht es 5 zu 4 für sie. Oh, IMX, mach ihn weg. Nice. Das war ein kleiner Schmatzifatz. So, der VK. Ah, der steht sensationell. Da kann er den Treffer setzen, kann sich wieder zurückfahren. Weil eigentlich ist auch das eine der Nachteile an T-34. Und zwar, er hat eine recht lange Reload und braucht recht lang zum Ein-Aim, aber so wie er da steht, klappt super. Der E-75 schießt mittlerweile schon mit HE. Liegt aber, glaube ich, weniger am gezielten Hintergrund, sondern einfach am Skill des Spielers. Weil wenn ich mir den E-75 anschaue, 12.000 Gefechte und dann eine 339er Wertung mit 39 Siegrate auf dem E-75, heißt natürlich schon einiges. Und hier sieht man jetzt natürlich, das spielt er jetzt sehr clever aus, die Gegner sehr, sehr schlecht wiederum. Weil wenn sie ihn jetzt rushen würden, dann könnte er nicht immer entspannt nachladen. Aber so hat er jetzt natürlich das Momentum auf seiner Seite. Zündet schon den nächsten an. Hat aber Glück, dass er auch das einen automatischen Feuerlöscher hat, sonst wäre es um ihn geschehen. Aber wie gesagt, hat hier definitiv die gute Position gehabt. Konnte super wirken. Oh Gott, schon 4.500 Schaden. Nice. IS-3. Konnte ihn zwar noch treffen, aber er macht ihn weg. Wahnsinn, 4.800 Schaden. Der E-75 sitzt immer noch auf seinem Hügelchen. Aber er kümmert sich jetzt mal um den Jagdtiger. Kommt jetzt ideal vorne an die Platte ran. Sehr schöner Hit. Und er sammelt. Er sammelt einfach den Schaden wie ein Hamster. Wie ein Eichhörnchen. Und nochmal. So, jetzt da war, glaube ich, nochmal und dann holt er ihn auch weg. Ah, da kommt, da trifft er leider, bitte, trifft schon, aber kommt nicht durch. Eigentlich. So, jetzt aber vielleicht, jetzt kriegt er noch den Nachschuss. Ah, doch nicht. Schade, schade. Jetzt auf einmal, neben dem KV-4 ist wieder da und der Tiger 2 auch noch. Aber den KV-4 kriegt er vielleicht den Helm rein. Nee, egal. Er nimmt den Tiger 2. Zack. Er denkt sich, scheiß drauf. Ich nehme das, was mir vor die Flinte kommt. Und bam. 6.300 Schaden aktuell auf der Uhr. Der KV-4 hat sich zu weit zurückgezogen. Wurde da schon vom Waffenträger aufs Korn genommen. Und jetzt ist last but not least nur noch der E-75, da der oben bekanntermaßen auf dem Hügel steht. Das dürfte jetzt eigentlich eine leichtere Aufgabe werden für ihn. Und da ist er auch schon offen. Kommt er sogar vielleicht, wenn er sich... Ja, er bewegt sich nach vorne. Und man sieht, bis es eingezielt hat. Das dauert sehr, sehr lange und das hat man jetzt gerade sehr gut gesehen, bis das Fadenkreuz kleiner geworden ist. Hat es wirklich lange gedauert unter der Zielkreis. E-75 hat mittlerweile auch zumindest verstanden, dass er mit AP schießen sollte. Jetzt konnte er sehr gut. Oh, der Motor ist im Arsch. E-75 konnte dann trotzdem nochmal ordentlich hitten. Aktuell schon bei 7.000 angezeigter Schaden. E-75 konzentriert sich nicht mehr auf ihn, will jetzt den Waffenträger haben. Er kriegt nochmal einen Hit. Ja, oh, der trifft ihn nochmal. Alter Verwalter. Mehr Damage geht nicht. Und der E-75 wird hier weggeholt. Also, Daryl 81,
Man muss sagen, nice, den Schaden gehamstert, genau richtig ausgespielt mit seinem schweren Turm. Von dem her, Chapeau, Hut ab. Ich sehe gern solche Replays, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen, einen Kommentar und auch natürlich gerne ein Abo da. Bis bald, euer Alcaramba.